Ja, meine Kerle, es stimmt. Wir werden heute der Spielsucht verfallen, und zwar in The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sind hier in Kokolint, auf der Insel Kokolint, genauer im sogenannten Dorf namens, das da heißt Möwendorf. Ich habe natürlich nicht verzweifelt nach dem Namen gesucht oder so. Wir sind gerade hier bei der Kran-Kirre-Menate. Und hier ist der Betreiber und wir werden ein paar Spiele starten. Wir wollen heute so gut wie alles hier mitnehmen. Natürlich das, was wir brauchen. Das Schild brauchen wir nicht, wir haben natürlich eins. Und diesen Staub da hinten, den brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir werden uns heute so ein bisschen spezialisieren auf diese gottverdammte Yoshi-Puppe, auf das Herzteil und auf die Rubine, auf die 50. Das Ding ist nämlich, das hier sind stationäre Preise, während die da hinten sich immer bewegen. Das heißt, da muss man abschätzen. Und ich bin kein... Ich kann schon gut abschätzen, so, aber... Darf auch nicht zu kritisch werden, so. Deswegen, das hier, ja, das, was da oben gerade passiert mit diesen Bahnen, die sich bewegen, das ist gerade eine weitere Koordinate, die mir zu viel ist. Deswegen, hier. Wir gehen erstmal ein bisschen nach hinten. Das ist zu weit. Scheiße. Aber wir werden nichts kriegen. Okay, ich ahne so ein bisschen, wie die Dinger funzen. Das muss man ja auch immer so ein bisschen... Fast mitgenommen. Das muss man auch so ein bisschen erahnen. Ja, die Teile bewegen sich noch ein bisschen weiter. Die haben so ein komisches Muster, diese Krane. Und ob der Kran dann am Ende überhaupt gut greift oder nicht, das ist nochmal die weitere Sache. Gut, dass der Typ uns aber fragt, ob wir weiterspielen wollen. Aber wir werden so viele Rubine lassen, deswegen brauchen wir unbedingt die extra Rubine. Let's go. Das ist perfekt. Bitte. Bitte. Ich brauch's. Nein. Wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Ja, oder? Ich glaube, wir haben die Rubine noch nicht bekommen, aber die sind da links. Die können wir uns dann gleich abholen. Okay, alles klar. Brüder, nächste Sache. Herzteil. Let's go. Oh, kritisch. Das könnte aber noch irgendwie eingehackt werden, wenn Gönjamin macht. Was? Ich dachte gerade, ich hätte das irgendwie, ich hätte das Spiel gerade irgendwie zum Rippen gebracht. Weil sich der eine Kran dachte... Außer Gefecht, Bruder. Oh, das war ein bisschen zu früh. Ich hab's euch ja gesagt, wir werden unserer Spielsucht verfallen. Das sieht gut aus. Ich hoffe, es fällt nicht mehr raus, aber das sieht... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben es. Wir räumen ja gerade alles hier ab. Nice, Mann. Jetzt, Kerle, die Yoshi-Puppe. Let's go. Das ist im Rahmen des Möglichen. Da kann man sich aber auch echt eher weniger beschweren, glaube ich. Ah! Ah! Du Mistvieh! Du Drecksvieh! Was ist, wenn es jetzt zu... Ja, wobei, das spielt mir eigentlich voll in die Karten, Alter. Die Komponente des Vorne und Hinten ist weg. Nur noch links, rechts. Okay. Ja, los! Mach! Oh, Junge. Er wollte, dass ich noch eine... Dass ich den einen Knopf noch drücke. Wenn das jetzt der Grund war, warum ich das hier verscheiße, dann leck mich. Oh, wir haben ihn! Ja, die Yoshi-Puppe. Ich weiß zwar nicht, was sie mir bringt, aber egal. Wir haben es. Das ist meine Spülmaschine. Ich hoffe, ihr hört sie nicht. Das lief ja wie am Schnürchen hier. Kommen Sie heran. 50 Rubine. Das schmeckt. Dann das Herzteil. Was für ein seltener Fund, ja. Welch räudige Tat. Und du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich. Du liebst Yoshi. Yoshi ist... Yeah.
Ja, meine Kerle. Das schmeckt. Was können wir mit der Yoshi-Puppe jetzt eigentlich machen? Hier übrigens die Karte. Wir haben schon fast die Hälfte der Karte aufgedeckt, Bruder. Ach, hier. Schau mal. Eine Yoshi-Puppe, die du in der Krankemenate gewonnen hast. Die Krankemenate, ja. Also ist eigentlich so ein Achievement wahrscheinlich, ne? Was ist aber, wenn wir jetzt raus und reingehen? Gibt's noch weil. Geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt Ja, Bruder. Das ist doch schön für euch, dass sie eine haben will. Oh, was ist das? Oh, was? Kettenhund? Okay, ich glaube, wir versteifen uns in diesem Part nur auf den Wunderkran. Habe ich jetzt mal so beschlossen, weil ich will unbedingt wissen, was das in der Mitte ist. Ist das irgendwie ein. So ein Bienendingens? Nee, es ist eine Schnecke. Das ist ein Schneckenhaus. Okay, Kerle. Ich habe da mal festgestellt und festgelegt, dass wir heute nichts machen werden als das hier. Kettenhundine, kommen Sie heran. Ich bin einfach nicht. Ich bin zwar nicht der Coin Master, aber ich bin der Kranmaster. Ich bin der Kranmaster, ja? Scheiß auf die Tabolen, Alter. Das ist die Promo, die ihr braucht. Kettenhundine. Und ich sag euch, das Schneckenhaus wird jetzt, inshallah, merhaba, im ersten Versuch geholt, okay? Ich weiß zwar nicht, was es mir bringt. Ich hoffe, dass der Kran das. Oh, der hält das fest wie Sau, du geile Sau. Komm da rein! Nee, oh! Okay, die Engine ist ja auch mal irgendwie anders im Eimer. Egal. Die Rubine holen wir uns gleich schon noch rein. Okay, eigentlich ist es drin. Ich hoffe aber, dass der Kran die Muschel nicht kaputt macht. Das ist ja ein sensibles Teil. So. Es fällt halt. Guckt euch mal an, wie das rausfällt. Das hat halt gar kein Gewicht. Als wäre das so irgendwie so ein Luftball. So ein Wasserball-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Uff. Kommen Sie heran. Ja, es könnte zu weit links gewesen sein, ne? Oh mein Gott, es liegt! Und wenn es liegt, kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja, geile Sau. Oh, lasst einen Daumen nach oben dafür, diese geile Folge, Mann. Ohne Witz. Das läuft wie am Schnürchen. Ich bin richtig überwältigt von meiner Leistung hier, ey. So, 20 weitere Rubine. Wir haben schon 70 Rubine wieder finanziert, Alter. Das ist der Lifestyle. Eine Zaubermuschel. Halte sie ans Ohr und höre, was sie Zauberhaftes zu erzählen hat. Ist das ein Item? Hübsche Muscheln, die auf der ganzen Insel gefunden werden können. Ach, guck mal, auch so ein Sammelobjekt oder was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier auf 100% gehe. Gut, dass ich das in Part 2 sage, aber. Part 3 sage, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Ich will einfach spielen. Ich hab Bock, das zu spielen. Ich guck mal. Wenn ich Bock hab, mache ich noch die 100 voll. Jetzt aber erstmal die Kettenhundine. Du hast eine Schnüppchenfigur erhalten. Irgendwo muss man sie doch aufstellen können. Ein Freund. Es ist eigentlich nur ein Kettenhund mit einer Schleife obendrauf. Uff. Okay. Nächstes. Wir gehen nochmal rein. Ich will es halt echt wissen, ne? Aber zuerst refinanzieren wir uns hier die ganzen Rubine. Das war übelst teuer. Das war echt ein teurer Spaß. So, Wirbelattacke. Jetzt haben wir den Namen auch endlich mal raus, im Gegensatz zu Part 1. Noch eine Zaubermuschel im Gras einfach gefunden. Und ja, meine Freunde, im heutigen Video erzähle ich euch und zeige ich euch, wie ihr an die Zaubermuscheln rankommt. So viel Zeigbares in diesem Part, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich den Titel und so nennen soll. Ich bin so demotiviert, ey. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann eigentlich jetzt auch ohne Titel hochladen. Das kriegt locker dann auch die Klicks. Das glaubst du ja wohl selber nicht, oder? Ist das hier ein Shop? Gibt es also parallel zum
Glücksspielbereich dann doch noch einen echten Shop. Wisst ihr, was mich jetzt mal interessieren würde? Wie das Gras nachwächst. Ich meine, ihr seht, es wächst ja irgendwie nach, irgendwann. Ich wette, wenn du irgendwie aus dem Bild rausgehst, dann respawnt das einfach nur, ne? Nintendo, man kennt's. Schwein. So, wir gehen aber mal kurz hier rein. Mich juckt es in den Fingern, was hier ist. Ist das auch ein Shop? Natürlich. Du kleines Schwein. Doch, hol dir etwas vom Regal und bring es zur Kasse. Okay, die Schaufel. 200 Rubine, willst du mich komplett verarschen? 200 Rubine. Das ist doch ein Luxus, Alter. Das machen wir irgendwann anders. Ich werde Rubine farmen wie ein Schwein und dann sehen wir uns hier dann irgendwann bei 200 Rubinen wieder. Das war jetzt gerade keine Aufforderung, dass ich schneiden werde. Das machen wir irgendwann in Zukunft. Im nächsten Part oder so. Was bist du denn? Ein Fuchs. Ja, moin. Aua. Schwein. Junge. Das miese Mistschwein, Alter. Das greift mich einfach an. Ich raste komplett aus. Okay, hier ist jetzt nichts mehr Wichtiges drin. Wir haben, glaube ich, die ganze Kemenate leer gelootet. So wie es aussieht. Ich gehe mal von aus. Ja. Okay, das waren so die wichtigen Besonderheiten der Kemenate. Wir gucken nochmal ganz kurz ins Inventar rein und... Ach, guck mal. Eine Schnüppchenfigur, die du in der Kran-Kemenate gewonnen hast. Ja, guckt euch das mal an. Wir haben unser Inventar natürlich jetzt schon um einiges erweitert. Nicht um viel, aber um einiges auf jeden Fall. Ich weiß doch übrigens nicht, was passiert, wenn ich jetzt dem Fuchs diesen Staub ins Gesicht booste. Was dann passiert? Ich habe keinen Plan, Mann. Es könnte passieren, dass der zu einem riesigen Fuchs wird, zu so einem Mensch-Fuchs, so Furry-mäßig und mich angreift. Das will ich nicht herausfinden. Warte mal kurz. Was ist, wenn man hier runterspringt? Ist mir das schon mal aufgefallen? Und was ist, wenn ich hier hochgehe? Das habe ich auch noch gar nicht ausgetestet. Ach, ein Angler. Ja, okay, da kommen wir auch irgendwann mal drauf zu sprechen. Wir wollen uns jetzt natürlich auch zum Tempel begeben. Es wird Zeit. Ja. Ich möchte erstmal hier in diesen Dungeon reingehen. Mois, Mois, Mois. Oh, was? Oh mein Gott. Herzteil. Schmeckt. Ich kann's halt, ne? Wo sehe ich die Herzteile? Wo sind die? Ach, hier, guck mal. 4 Stück brauchen wir. Und, dann bekommen wir einen weiteren Herzcontainer. Und ich bin am Geiern mit Herzcontainern, Kerle, okay? Übrigens ganz lustig hier, das Flussbett war wie ein Herz angeordnet. Wikipedia Tendo, Trivia Tendo, ihr wisst. So, die haben ja irgendwas gesagt von wegen, hey, nee, warte mal, da war noch ein weiteres Kind, das meinte, hey, diese Figur, ich kann sie gebrauchen. Vielleicht kann man dem Kind ja irgendwie helfen. Wir sprechen ihn mal kurz an. Du bist ja ein toller Hecht, unsere Mama wird so neidisch sein, wie? Oh, sie ist wahrscheinlich zu Hause. Unser Haus ist das im Norden mit den 2 Türen. Du kleiner Bons, ihr habt ein Haus mit 2 Türen und macht dann Auge wegen so einer Figur? Was denn los mit euch? Die haben es ja wirklich nötig. Okay, wir gehen trotzdem mal zu denen hin. Weil mich dann echt interessiert... Ja, hier. Weil mich echt interessiert, was hier los ist. Lol. Okay, ich habe jetzt gerade Flashbacks auf die Gameboy-Version bekommen. Da gab es nämlich auch das Haus. Das war riesig groß und da waren richtig viele Personen und Kinder drin. Oh, schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe bitte? Yeah. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Eine Schleife. Du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Oh nein, so eine Tauschquest oder was? Jetzt habe ich die gerade angefangen. Fuck it. Hast du schon mal meine Fürlinge getroffen? Ich bin Papan und glaube, dass ich mich später im Gebirge feiern werde. Suchst du mich dort? Oh, es tut mir jetzt schon weh, dass ich diese Quest gestartet habe. Wir haben sie ja quasi schon gestartet, als wir die Yoshi-Puppe überhaupt erst bekommen haben. Ey, die hat doch eine Schleife. Marien, genau. Hallo,
Tarin ist in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln. Ich bin aber lieber hier geblieben, um zu singen. Hör doch mal zu, wie ich jetzt die Banane vom Windfisch singe. Ich hab sie gemutet, Alter. Klingt aber wirklich sehr schön, Marin. Ja, ja. Wirklich ganz toll. Jetzt aber, wie gesagt, endlich mal zum Wurmpalast. Es wird echt Zeit, ne? Wir sind so am Rumpalavern. Jetzt gibt's aber kein Zurück mehr. Ich glaube aber, der Wurmpalast war hier in der östlichen Richtung. Da würde ich meinen Arsch für verwetten. Deswegen, ich glaube, irgendwo... Aua. Hier rechts... war da was. Ja, genau, direkt hier. Direkt hier, zack. Auf geht's da rein. Keine Müdigkeit, Bruder. Stecken den Schlüssel rein. Und dann geht's in den ersten Tempel rein. Der Wurmpalast. Und ich bin sehr gespannt, wie die Schwierigkeit ist, wie ich klarkomme. Ich warne euch schon mal vor, dass ich hier und da richtige Kicks haben werde und richtige Hänge haben werde. Sowohl beim Finden der Tempel, als auch beim Lösen der Tempel. Mehr dazu aber, wie gesagt, später im Let's Play. Wurmpalast. Die schlagen wir direkt mal runter. Gibt es eine Belohnung? Yes, Schlüssel Nummer 1. Wir rennen hier durch, Mann. Wow, ich krieg gerade meine richtigen Kicks, ey. Das sind gerade richtige Erfolgsmomente hier. Das schmeckt. Oh, was? Eine Truhe? Lass mich raten, gleich kommt noch ein weiterer Schlüssel als Bonus, dass wir diese Viecher besiegt haben. Der Kompass. Damit sehen wir, wo die Truhen sich aufhalten und so. Ich habe gesehen, du hast mich gerade abgetroffen. Ne? Du wolltest mich gerade killen, du Sau. Das sehe ich nicht noch mal. Guckt euch das mal bitte an, das ist ein richtiges Face. Das sind einfach meine Thumbnails. Ach, Bruder. Ich sollte diese Truhe und das Ganze drumherum auf mein Gesicht photoshoppen. Nee, lass mich in Ruhe, Bruder. So, auch hier aber wieder fürs Besiegen von Gegnern gibt es eine Belohnung. Ich hoffe natürlich auf Schlüssel. Das Ding ist so, ich habe natürlich gesehen, wie Mario diesen Dungeon gelöst hat. Ich habe ja auch vor ein paar Monaten die ersten 15 Minuten, wenn man richtig durchrusht. Okay. Die verschwindet aber nicht, ne? Die ist da. Schlüssel, nice. Ich habe natürlich gesehen, wie Mario das gespielt hat. Das ist aber allerdings schon einige Monate her, so. 3 Monate ist das her, dass ich das gesehen habe, wie Mario das gespielt hat. Und ich habe nicht mehr alles im Kopf hier. Aber mal gucken. Gerade scheint das ja ein ziemlicher Selbstläufer hier zu sein. Aber wir gucken mal. Blind ist das natürlich nicht so, ne? Aber wir gucken mal, ob ich nicht doch Probleme kriege. Ich bin mal gespannt. So, wir können natürlich jetzt direkt hier oben weitergehen. Wir machen das auch mal. Yes. Auf geht das. Ein sehr kritischer Raum, hier mit solchen Würmern, die uns hier entgegenkommen. Fledermäusen, die hier überall am... Aua, nein! Am Chillen sind. Verschwind. Oi. Ich bin gleich tot, Mann. Okay, ich werde erstmal einen anderen Raum aufsuchen. Das ist ja schon mal geklärt, das nimmt uns ja keiner weg. Aber ich möchte erstmal hier reingehen. Ich sollte auch mein Schild öfter benutzen, Mann. Hallo? Kann ich die nur mit Dings treffen? Mit Wirbelattacken? Ach, guck mal. Nur Wirbelattacken machen auf die Schaden, oder was? Scheint jedenfalls so. Wichtiges Herz, wichtiges Herz. Und wenn da gerade eben ein Herz runtergefallen wäre, dann hätte ich geweint. Nächste Truhe. Was ist hier drin? Die Karte? Die Karte. Kann man mit arbeiten. Wir werfen auch direkt mal einen Blick drauf. Und sehen, wir haben schon ziemlich viele Räume betreten eigentlich. Ja gut, das hier ist auch der größte Raum so an sich. Und was ist hier? Lol, Alter, was? Das ist einfach so eine Schiebewandtür.
kann sogar den mal, ich kann die sogar pieksen. Lol. Ich könnte die Gegner sogar mit der aufgeladenen Wirbelattacke wegpieksen und killen. Wieso sagt mir das denn keiner? Ich finde das halt alles immer irgendwie selber raus. So total random. Okay, zwei Truhen nebeneinander. Du bist ja gerade echt mit Truhen beschenkt. 20 Rubine, die können wir sehr gut gebrauchen für die nächsten Shopgänge und so. Ihr wisst Bescheid. Und ein weiterer Schlüssel. Ich bin noch mal gespannt, ob wir hier die ein oder anderen Herzcontainer finden werden, ne? So, das dazu. Was ist denn hier oben eigentlich? Was sind das für Geräusche jedes Mal? Das kommt vom Kompass, aber... Ach so, da wurde eine Truhe aufgedeckt. Alles klar. Ich verstehe. Oben geht's weiter zu einem Raum, der mit, der mit einem Schloss verdeckt ist. Und da geht's im nächsten Part rein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal vielleicht sogar schon den Endboss von diesem Tempel hier. Sollten wir aber eigentlich hinkriegen. Ich glaube nicht, dass wir uns hier noch länger als 20 Minuten beschäftigen werden. Und der Boss natürlich, ihr seht ihn schon direkt auf der Karte ganz, ganz rechts. Bis zum nächsten Mal. Lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefällt und oder gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr neu seid und ihr wollt mehr von The Legend of Zelda Link's Awakening sehen. Es gibt sehr viele Leute, die meine Videos schauen, aber nicht Abonnent dieses Kanals sind. Deswegen lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor den 100.000 Abonnenten, aka vor den 100.000 Ehrenbrüdes. Haut rein und ciao.